Bei 1000 Likes öffne ich in der nächsten Folge diese Magietruhe und dann werden wir die Kanonenkarre mit Level 1 freischalten. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale und wir sind heute auf unserem Level 1 Account. Wir werden heute eine kostenlose Magietruhe, die ihr unten im Slot seht, öffnen. Hoffentlich bekommen wir eine legendäre Karte, das wäre extrem heftig. Und vorher öffnen wir aber hier mal die Gratistruhen. So, da bekommen wir nichts Besonderes. Hier können wir noch die Silbertruhe öffnen und dann können wir auch direkt die Magietruhe öffnen. Leute, wünscht mir auf jeden Fall Glück, dass ich eine legendäre Karte bekomme. Wäre auf jeden Fall geil, auch wenn ich gar keine brauche, wäre trotzdem geil. Okay, 3 epische und 21 seltene Karten sind enthalten und let's go, Leute. Wir öffnen die Magietruhe und bekommen 1100 Gold. So, die Fledermäuse. Okay, die gewöhnlichen sind voll. Oh shit, da fehlen leider ein paar seltene. Das heißt, das wird keine legendäre Karte. Oh mein Gott, wie schade, Leute. Ist aber halb so wild, haben wir trotzdem eine kostenlose Magietruhe geöffnet. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal in ein Live-Battle gegen einen Level 10er. Und ich hoffe, dass es heute einfach mal besser klappt als gestern. Die Leute, die gestern die Folge gesehen haben, wissen, dass ich einfach Pech hatte. Ich hatte gestern einfach echt Pech. Und ich hoffe einfach, dass es heute ein bisschen besser läuft. Wäre auf jeden Fall mal angebracht. So. Okay. Ja. Ist halt jetzt nicht so geil hier. Ja, genau das meine ich halt, Leute. Das meine ich. Da überlebt dann so ein Minion. Wirklich nur ein Minion. Und verursacht dann so viel Schaden. Na, ihr seht das, Leute. Dieses 12er Minion, das macht einfach, ja, keine Ahnung, zu viel Schaden. Das ist dann echt nicht mehr feierlich. Aber wie dem auch sei, Leute, jetzt braucht er Pfeil. Und wenn er jetzt Pfeil oder einen Zap hat, Leute, dann ist er echt nicht so cool, der Gegner. Okay, er lässt es durch und damit sollte sein Tower dann auch so gut wie fallen. Ja, perfekt, er ist sogar gefallen. Richtig, richtig gut, Leute. Haben wir wieder das 1-1 rausgeholt. Jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass wir hier auch weiterkommen. So, den E-Magier brauche ich eigentlich noch, aber ich place ihn jetzt trotzdem mal. So. Okay. Das ist in Ordnung. Jetzt darf er nur nicht mit Elite-Barbaren kommen, obwohl jetzt darf er kommen. Ich habe genug Elixier, um durchzucyclen. Wir müssen ja natürlich jetzt mal schauen, wie wir das Ganze angehen. Ob wir auf die 3 Kronen gehen oder lieber auf die 2 Kronen. Ich bevorzuge da eher mal die 2 Kronen, da das mit Level 1 ein bisschen leichter ist, denke ich mal. So, hier mal die Banditen rein. So, okay, das stimmt soweit. Dann setze ich hier mal den Friedhof ein. Okay. Hier mal den Lieben eingesetzt. Okay, es sieht nicht gut aus, Leute. Es sieht tatsächlich nicht so gut aus hier. Okay, das konnte man gut abwehren. Da hat er sogar dann noch seinen Rage tatsächlich verwendet. Das ist sogar ganz gut hier. Hier mal ein Kampfholz. Okay, er hat tatsächlich eine Rocket, Leute. Nein. Leute, wie viel Pech kann ich eigentlich haben in den Games? Mal ganz ehrlich, Leute. So, ich mache heute wieder 3 Games, wie in der letzten Folge. Und ich hoffe einfach mal, dass ich heute wenigstens mal so, ja, 2 von 3 Games gewinne. Das heißt, dass ich jetzt die beiden nächsten Games gewinne. Dafür konzentriere ich mich jetzt einfach mal ein bisschen mehr. Und dann sollte das auch gar kein Problem mehr sein. WTF, wie viel Schaden machen die Boys?
Okay. Och, Leute. Es ist so unfassbar unfair, Leute. Es ist so unfassbar unfair. Dieser Level 1 Account bringt mich wirklich auf die Palme. Nehmt mal Real Talk, Leute. Was soll denn das? Alter, und diese Skelette, die das bauen. Ich krieg da echt Aggressionen, Leute. Ich krieg da wirklich Aggressionen. Unglaublich. Wahrscheinlich hat er noch eine Rocket dabei oder einen Fireball. Oh mein Gott, ist das schlimm, Leute. Es ist halt einfach gerade echt unmöglich hier zu gewinnen, gefühlt. Leute. Was ist hier los? Ich habe so das Gefühl, dass Supercell mir irgendwie Kackgegner gibt. Ich meine, ich habe jetzt 4 Games hintereinander verloren. Also, ne, 5 sogar. 2 in dieser Folge und in der letzten Folge 3. Und seitdem habe ich auch gar nicht gefightet. Und ich krieg dauerhaft Level 10er. Leute, was soll denn das? Mal ernsthaft. Ich rage hier echt noch irgendwann mal richtig weg. Dann gibt es meinen YouTube-Kanal nicht, dann rage ich so hart, lösche alles. Nee, Spaß, war ja nur ein Spaß. Okay, Leute, wenn wir den gewinnen, ist okay. Wenn wir den gewinnen, ist es okay. Aber das kann halt echt nicht sein, Leute. Was, keine Ahnung. Oh Gott, Leute, ich komme da nicht mehr durch. Das ist echt merkwürdig hier. Leute, was ist denn da los? Habt ihr einen Plan, wie das sein kann, dass ich hier irgendwie jedes Game verliere? Jetzt schreiben wahrscheinlich so die Witzbolde, du bist schlecht. Ja, okay. So. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall mal konzentrieren, dass ich das wirklich hier gewinne. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht doch mal gut aus. Nice. Perfekt. Ja, endlich, Leute. Endlich, 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 endlich. Da geht halt noch mehr Schaden. Ich möchte jetzt nicht meinen Kampfholz placen, weil dann wäre ich echt am Arsch. Perfekt. Den Tower haben wir schon mal. Leute, das sieht gut aus. Es wird ein Sieg, Leute. Ein Sieg. Bam, und noch ein 3-Kronen-Sieg. Richtig gut, Leute. Dafür lasst jetzt alle mal ein Like da, dass wir heute mal gewonnen haben. Es ist einfach so richtig dumm sonst. Keine Ahnung, was sonst immer mit mir passiert. Aber Leute, heute haben wir mal gewonnen. Dafür gebe ich auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, würde ich sagen. So, und dann öffnen wir hier noch die Silbertruhe. Und Leute, ich würde sagen, Leute, wenn wir auf diese Folge die 1000 Likes schaffen, öffne ich in der nächsten Folge dieses Angebot und dann schalten wir einfach mal die Kanonenkarre mit Level 1 frei.
Lasst dafür einfach mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr darauf Bock habt. Bei 1000 Likes öffne ich in der nächsten Folge diese Magietruhe und dann werden wir die Kanonenkarre mit Level 1 freischalten. Ja, und wenn wir auf die nächste Folge dann wieder ein paar Likes bekommen, öffne ich das Angebot hier. Ja, passt, ne Leute? Keine Ahnung, ich laber wieder zu viel Unsinn. Okay Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge von Let's Play Clash Royale. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen hat. Heute haben wir endlich mal einen Fight gewonnen. Props. Okay, schaltet auf jeden Fall gerne beim nächsten Mal wieder ein und folgt mir auf Instagram. Ich heiße auf Instagram Sutranix. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein und ciao.